Frage hätte ich noch, Herr Lafontaine. 1990, wenn man das mal nachliest, man tut Ihnen Unrecht, wenn man sagt, Sie waren total gegen die Einheit, das stimmt gar nicht. Aber Sie waren da sehr skeptisch und Sie wollten, so habe ich das verstanden, zunächst mal so eine Art, Sie wollten quasi zwei Systeme nebeneinander laufen lassen. Sie haben das auch ökonomisch begründet und haben gesagt, es kann nicht sein, dass wir so eine harte Währung wie die D-Mark, das war auf, der entscheidende Punkt, genau, auf ja, so eine schwache Wirtschaft draufsetzen, das wird schiefgehen. Ich habe mich trotzdem gefragt, eigentlich, oder fragen Sie sich das manchmal, haben Sie da eine riesige Chance verspielt? Sie haben vorhin auf Angela Merkel hingewiesen, wir haben über die CDU gesprochen, die Blockflöten, die sie dann so verächtlich genannt wurden und so weiter. Die SPD war ja verboten in der DDR. Gab es ja gar nicht. Das heißt, Sie hätten doch ganz glaubwürdig für einen wirklichen Neuanfang stehen können. Wenn Sie sich hingestellt hätten als Kanzlerkandidat und hätten gesagt, ich möchte ein Deutschland, das ein neues Deutschland wird und wir wollen auch ein gerechtes Deutschland. Das wäre doch eine gigantische politische Botschaft gewesen, und Sie Kanzler geworden. Ich habe das immer gesagt, auch vielleicht nicht mit so schönen Worten, aber das war ja mein Anliegen. Nur, wenn man ein gerechtes Deutschland haben will, dann muss man dafür Sorge tragen, dass die Lebensbedingungen der Menschen einander sich angleichen. Das war mein Anliegen von Anfang an, habe ich auch ungezählte Male gesagt. Und habe gesagt, wenn wir ökonomische Fehler machen, und der Hauptfehler war die Einführung der härtesten Währung Europas in eine der schwächsten Wirtschaftszonen, dann wird es Massenarbeitslosigkeit und große Verwerfungen geben. Wir hatten dasselbe im Saarland, nochmal Lebensgeschichte. Die Saarländer haben ja auch eine Wiedervereinigung hinter sich. Die haben auch noch 3 Jahre den französischen Franc gehabt, nach der staatlichen Vereinigung. Weil wenn man sofort die D-Mark eingeführt hätte, wäre die Saarwirtschaft sofort auch platt gewesen, bei weitem nicht so problematisch wie in der DDR. Aber es wäre dasselbe Problem. Davor habe ich gewarnt, weil aber das nicht gepasst hat. Erst viel später kamen dann viele, haben gesagt, jetzt verstehen wir Sie. Hat man gesagt, der ist gegen die Einheit. Gut, damit muss ich leben,